Es geht Warte, weiter. warte, nochmal. Na, hallo, alle, stopp, hallo, Schiri. Ich hab nochmal meinen Haaren rumgefummelt. Doppelfehler. Es geht weiter mit dem zweiten Teil unseres Rankings und wahrscheinlich dem schwersten und wildesten Ranking, den Mittelblockern. Also herzlich willkommen. Das sind die Top 10 Mittelblocker der dritten Liga Ost. Fangen wir an, Platz 10. Ach, D4 spielt wieder zu. Ja, ja, aber warum nimmt er dann an? Weil er es kann. Wieder. Oh, ja, 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 ja. Hat der Flo gesagt? Nee, nee, nee. War das der Flo oder war das der Dolly? War der Flo. Florian Gschwendtner von Mühldorf. Für mich ist das, also dieses Ranking für den Mittelblocker, das finde ich ultra wild. Und jetzt nur aus den Spielen von uns gegen Mühldorf, weiß ich nicht, ob ich ihn in die Top 10 gesetzt hätte. Allein schon Aufschlag, wenn ich mich richtig erinnere, waren es so Friedenstauben aus dem Stand. Angriff hat er nicht viel gemacht, Block ist er halt gut. Wenn man sagt, ja, Mittelblocker definiere ich, da ist der Block wichtig. Vor allem, weil Mühldorf halt quasi alles über Außen gespielt hat, verstehe ich, dass der Angriff in der Mitte nicht so wichtig ist. Aber für mich gehört es trotzdem mit dazu. Für mich hätte ich ihn nicht ganz in die Top 10 gesetzt, aber die Trainer haben gesprochen. Ja, sehe ich ähnlich. Mittelblocker ist einfach aber auch verdammt schwierig da einzuschätzen, weil du da auch auf verschiedene Sachen schauen musst. Also Block und Angriff sind ganz unterschiedlich bei vielen Leuten. Und da stimme ich dir auch zu, dass er im Angriff und auch im Aufschlag nicht sehr effektiv war, aber im Block. Und ich finde aber, bei Mühldorf ist es der Block das Wichtige, weil sie eben so viel Angriffskraft über Außen, über Diagonal haben und der Zuspieler das echt gut verteilt über Außen, Diagonal. Und deswegen ist Mitte ist ganz gut, mal einen mit einzustreuen. Aber das Hauptaugenmerk bei Mittelblockern sollte da auch der Block sein. Und da, finde ich, hat er sich dann schon verdient, in die Top 10 zu kommen. Aber auch nicht wirklich viel höher, weil da viele andere noch, sag ich mal, auch in ihren Mannschaften einen größeren Teil einnehmen oder einen großen Part einnehmen, wo sie auch im Angriff überzeugender sein müssen. Definitiv. Machen wir weiter mit einem richtig ekligen Gegenspieler. Kann ich jetzt schon sagen. Platz 9. Moritz Engelmann von Regensburg, als Linkshänder in der Mitte, ist zum Kotzen gewesen, wird gesagt. Finde ich auch völlig zu Recht in den Top 10. Keine Ahnung, es ist einfach wahrscheinlich, weil man noch nie gegen Linkshänder in der Mitte oder quasi noch nie Linkshänder in der Mitte gespielt hat, dass dadurch seine Effektivität noch hochgeht. Weil seine Aufschläge waren auch nicht schlecht. Die haben nach nicht so viel ausgesehen, aber waren doch relativ gut. Block solide. Also jetzt nicht, dass ich mich daran erinnern könnte, dass er ultra krass war, aber auch nicht, dass es ultra schlecht war. Deswegen muss es eigentlich so Mittelding gewesen sein. Also ich finde, bei ihm sind eine große Stärke sind die Aufschläge. Gute Springer sind und auch, die haben auch einen Sidespin. Deswegen sind sie unfassbar schwierig anzunehmen. Und da hat auch gegen uns halt auch ein paar Punkte immer gemacht und auch eine Serie gehabt, weil die einfach wirklich als Linkshänder schwierig, sich nach außen wegdrehen. Und auch in der Mitte ist halt, wie du schon gesagt hast, als Linkshänder einfach verdammt schwierig, sich darauf einzustellen, weil du nie genau weißt, wo du jetzt dich hinstellen musst und wo der Block sich positioniert. Und das ist sehr ekelhaft, gegen so jemanden zu spielen, im Angriff und vor allem bei solchen Aufschlägen auch. Weiter geht's. Und jetzt wird's eng, weil die nächsten drei Spiele alle gleich viele Punkte haben und nur das beste Ranking dann unterschieden hat, wer wo gesetzt wird. Das heißt, bitte in die Kommentare schreiben, auch schon natürlich die Spieler davor oder auch die Spieler, die jetzt noch kommen, aber vor allem bei den drei Spielen, weil da waren sich die Trainer anscheinend wirklich nicht einig, wer denn jetzt wirklich auf Platz 8 landen soll und wer auf Platz 7 und 6 landen soll. Platz 8. Julian Schubert von Oelsnitz. Ja, das finde ich ein sehr unscheinbarer Mittelblocker, weil er auch nicht besonders viel Größe macht. Aber dafür, finde ich, kann er echt gutes Spiel lesen. Ein wichtiger Punkt bei den Oelsnitzern, weil die hier über ihr Teamgefüge Punkte machen und über intelligentes Spiel. Die haben keinen herausragenden Spieler, eine Ausnahme, aber da komme ich später noch dazu. Aber abgesehen davon haben sie keinen herausragenden Spieler, sondern einfach ein sehr gutes Team. Und da ist es nicht so wichtig, dass du halt als Spieler, als Mittelblocker herausragst oder
hervorstichst, sondern du musst einfach deinen Job und mit Erfahrung musst du es einfach machen. Und das, finde ich, macht er ziemlich gut. Ja, finde ich auch. Ölsnitz hat auch, finde ich, eine echt starke Saison gespielt. Aber wie du schon sagst, kein Spieler, wo du sagst, hey, der trägt deren Spiel im Angriff. Und deswegen finde ich ihn auch zu Recht in den Top 10. Auch ja, ob der jetzt auf 9, 8, 7, 6 setzt, ist wahrscheinlich jedem Geschmackssache. Wie du schon gesagt hast, ist kein Spieler, der jetzt durch ultra krasse Aktionen raussticht, aber er ist halt immer da, auch da, wenn du ihn brauchst, und spielt halt sein solides Spiel runter. Und das ist halt genau das, was Oelsnitz allgemein stark macht, dass die halt kein Team sind, die mal Zweitliganiveau haben und dafür auch mal Regionalliganiveau, sondern halt durchgehend solides Drittliganiveau. Nächster in der Reihe, Platz 7. Gleich wieder Aufschlag hinterher. Block. Oh. Der Flo, der weiß gar nicht, wo er hinrennen soll. Ja. Ah, schade. Ja, jetzt kommt Flo. Da hinten. Ja, drüber gut reagiert, aber leider in die falsche Richtung weg. Boah. Ich wollte reinlupfen. Kilian kriegt ihn nicht vorbei, aber das war auch fast nicht gut. Andreas Eichhorn von Friedberg, finde ich ähnlich, wie wir gerade auch schon Julian Schubert hatten, kein Spieler, der ultra krass raussticht mit seinen Aktionen. Er ist ziemlich groß, kann mich jetzt an keinen Spieler erinnern aus Friedberg, der größer ist, und macht es einfach mit Erfahrung. Er ist nicht der allerschnellste Mittelblocker, aber durch die Größe gleicht er das halt aus, ist beim Block immer solide da. Und im Angriff, weil seine Schläge sind nicht ultra fest, dafür halt präzise genau in die Schnittstellen, wo sie halt hinkommen müssen. Da wirst du selten einen Schlag in 3-Meter-Raum sehen oder mit einem krassen Winkel, aber er macht halt solide seine Punkte. Deswegen finde ich auch zu Recht da in diesem Dreiergespann mit dabei. Ja, stimmt auch so. Ist ein sehr großer Mittelblocker, wo das einfach als Angreifer extrem schwierig ist, wenn du so eine Bank vor dir hast und einfach er nicht wirklich in der Mitte rausspringen muss, damit er die Mitte zumacht und dafür noch auf außen bereit ist, mit einem einfachen Sidestep und direkt anschließen kann. Also es hat schon einen extremen Vorteil, dass er da so groß ist und ist nicht angenehm, habe ich gehört, von den Angreifern gegen ihn zu spielen. Ja, machen wir weiter. Jetzt darfst du anfangen. Dein Teamkollege. Lamberti vom SV Schweig. Extrem guter Mittelblocker, der auch nicht die ganze Saison in der dritten Liga gespielt hat, weil er dann hochgezogen wurde, weil es da Engpässe gab. Ansonsten hätte ich ihn deutlich höher gerankt, weil er wirklich im Block eine Macht ist und wenn er angespielt wird und die Bälle nicht zu flach sind, auch im Angriff einfach fast jeden Punkt macht, also eine extrem hohe Angriffsquote hat. Für mich einer der besten Mittelblocker der Liga. Das Einzige, was es zu bemängeln gibt, sind die Aufschläge. Da ist er im Training macht er extrem starke, aber im Spiel dann entweder Friedenstauben oder einfach welche, die an die untere Netzkante gehen. Also es ist sehr wild im Spiel. Abgesehen davon wirklich ein sehr, sehr starker Mittelblocker. Ja, so klassische Mittelblocker-Aufschläge. Genau. Ich glaube, dass das niedrige Ranking ganz einfach damit zu tun hat, dass, wie du gesagt hast, nur die erste Hälfte gespielt hat. Und wenn ich jetzt zurückblicke auf die Saison, werde ich mich nicht an das zweite oder dritte Saisonspiel erinnern, ob da jetzt ein Spieler gut war, vor allem bei den Mittelblockern. Wenn du jetzt einen richtig krassen Außen hast, der halt jeden Punkt macht, klar, dann erinnerst du dich auch da an den. Aber vor allem bei den Mittelblockern, erklär doch das Ranking, wenn er gerankt wurde, dann weit oben.
Also war halt bei vielen Trainern wahrscheinlich nicht im Kopf drin. Und deswegen stimme ich dir da auch zu. Dadurch, dass er jetzt zweite Liga spielt, ist ja natürlich klar, dass er einer von den Besseren auf seiner Position ist. Aber ich verstehe es auch, wenn du wenig Spiele hast, also wenn du quasi nur gegen jedes Team einmal spielst, verstehe ich auch, dass er dann nicht so hoch gerankt wurde. Wahrscheinlich vom Potenzial her oder vom wirklichen Können weiter oben. Aber Ranking von den Trainern dementsprechend auch nachvollziehbar. Kommen wir zu den Top 5. Auch hier war es wieder eng zwischen Platz 4 und 5, auch wieder gleiche Punktzahl, nur das beste Ranking hat den Unterschied gemacht. Einer der, oder wahrscheinlich der jüngste Spieler bei den Mittelblockern in der Top 10. Joshua Huber vom VCU München ist jetzt auch mit Grafing deutscher Meister geworden. Hat auch einen Ultraschritt gemacht, finde ich, im Laufe der Saison. Wenn ich am Anfang der Saison ihn gerankt hätte, weiß ich nicht, ob ich ihn in die Top 10 gesetzt hätte. Aber er hat vor allem im Aufschlag einen Riesensprung gemacht. Macht noch viele Fehler mit seinem Hybrid, den er macht. Aber wenn er kommt, ist er gut. Und in der Mitte, im Angriff, ist er wirklich solide. Hat er halt eine ziemlich krasse Höhe. Im Außenblock finde ich, dass er manchmal noch nicht ganz dran ist. Aber in der Mitte, wenn er da mitgeht, ist halt schwer, da an ihm vorbeizukommen. Also wie du gesagt hast, ist ein extrem junger Spieler und hat halt noch nicht die Erfahrung in der dritten Liga, aber er hat die Größe und er hat das spielerische Können und hat, finde ich, wirklich sehr gute Spiele gegen uns gemacht. Ansonsten habe ich ihn bisher noch nicht viel gesehen, aber Spiele gegen uns hat er sehr gut gespielt und das finde ich auch verdient in den Top Ten. Wenn man sein Alter betrachtet, finde ich es auch verdient, dass er ziemlich weit oben ist. Kommen wir zu Platz 4. Wie gesagt, punktgleich mit Platz 5, aber halt ein besseres Top-Ranking. SV Dachau, Florian Scheuer. Ein sehr starker Mittelblocker, der nicht viel über seine Größe macht, weil er für einen Mittelblocker relativ klein ist, aber dafür extrem athletisch ist und vor allem im Angriff, finde ich, sehr starke Aktionen macht und sehr viele Highlight-Plays auch. Also wirklich ein sehr, sehr guter Angreifer. Ein Blocker hat im Vergleich zu anderen Mittelblockern den Nachteil, dass er nicht so groß ist, aber das macht er, finde ich, durch Sprungkraft macht er das auf jeden Fall wieder wett. Ich finde, das ist ein klassischer Dachau-Spieler, weil Dachau hatte noch nie die Riesen in der Mitte, also hatte noch nie die Riesen, die automatisch in die Mitte müssen. Und deswegen haben sie quasi Spieler sozusagen ausgewählt, die dann Mittelblock spielen. Und das merkt man auch. Ich glaube auch, dass er noch andere Positionen spielen könnte, aber in der Mitte macht er halt seinen Job ultra gut. Vor allem, wenn du seine Größe mit einrechnest, dass halt teilweise die gegnerischen Mittelblocker im Kopf größer sind als er. Und deswegen finde ich auch zu Recht auf Platz 4, zwar knapp am Treppchen vorbei, von den Punkten nicht ganz, aber von der Platzierung her verdient er Platz 4. Machen wir weiter mit dem Treppchen. Zwischen Platz 3 und 2 war nicht viel Unterschied, ein einzelner Punkt, aber ich finde verdient in den Top 3. David, nicht nehmen. Da stelle ich mich hin. Sieh die Abwehr. So schaut es gerade aus. Jawohl, jawohl, der David Petko. Boah, der bessere Plan. Sich erst mal einschlagen. Aber jetzt kein Sicherheitsaufschlag. Nee. Die Abschlag. Ja. Oder ich glaube, der Mann ist langschlagen. Und wir fahren gleich. David Fecko von
Mühldorf, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Falls nicht, sorry. Ein richtig, richtig guter Mittelblocker und im Gegensatz zu Florian Schwendner auch im Angriff und im Aufschlag einfach nochmal ein Stückchen besser. Und durch seine Erfahrung ist er im Block einfach ultra solide. Also das ist wahrscheinlich von als Mittelblocker hätte ich ihn auf 2 gesetzt. Wenn du dann das Allround-Paket zusammen mit Angriff und Aufschlag nimmst, finde ich in Ordnung, dass er dann auf Platz 3 ist und nicht den zweiten Platz gemacht hat. Sehe ich genauso. Ist extrem groß, macht gute Aufschläge, war jetzt keine so krassen wie die anderen, die meisten anderen Mühldorfer, aber macht solide Springer. In der Mitte einfach groß, erfahren und hat auch einen guten Angriff. Also ist vollkommen verdient Top 3. Genau, bereits angesprochen, ein Punkt Unterschied zum dritten Platz, aber meiner Meinung nach völlig verdient auf Platz 2. Wir zwei kennen ihn noch von unseren Zeiten bei Fürstenfeldbruck. Paul Dekorn aus Friedberg. Ja, hat sich extrem gut gemacht. Man merkt auch bei ihm, dass er nicht von Anfang an nur Mittelblock gespielt hat, sondern auch andere Positionen, weil er auch Spielstärke in anderen Bereichen hat als im Block und im Angriff. Und vor allem seine Stärke ist, er hat eine extrem gute Sprungkraft, macht sehr gute Aufschläge und im Angriff kannst du die Bälle sehr schlecht verteidigen. Da muss der Block muss da sein, ansonsten ist schlägt er dir auf 4 Meter ein, macht er sehr, sehr gut und macht sehr gute Highlight-Plays da. Ja, ich habe es vorher schon gesagt, im Vergleich zu Andy Eichhorn ist er das komplette Gegenteil. Die spielen auch nicht wirklich so ein Aufsteiger, also nicht komplett erstes Tempo, sondern halt so ein bisschen fast einen Meterball, dass der Paul sich das in der Luft aussuchen kann, wo er hinschlagen will und sich halt 1 gegen 1 gegen den Gegner durchsetzt. Und das ist halt extrem schwer dann auch für die Abwehr, weil du kannst dich nicht irgendwo gescheit hinstellen, wo er halt oft hinschlägt, sondern er sucht sich halt aus, wo er dann den Ball hinschlagen will und ballert dir halt auch mal einen vor die Füße. Warum auch nicht an Platz 1 rankommt, ist halt, finde ich, ganz einfach der Block, weil halt auch ähnlich wie Flo Scheuer von Dachau nicht der größte Spieler ist und halt dementsprechend immer voll rausspringen muss, wenn er irgendwo in der Mitte den covern will und dann halt nicht mehr nach außen kommt oder auf Diagonal. Und deswegen, ich finde zu Recht Platz 2 oder 3 kannst du switchen, weil einer ist halt ein ultra krasser Blocker, einer ist halt ein ultra krasser Angreifer. Aber ich finde es in Ordnung, dass er auf Platz 2 ist. Platz Nummer 1, ich glaube, da war sich jeder einig, dass er da oben hingehört. Peter Zajkowski von Magdredwitz, einer der stärksten Spieler, obwohl, das finde ich das Krasse, obwohl Magdredwitz nicht viel über die Mitte spielen kann, weil die Annahme halt teilweise nicht perfekt vorne ist. Mit Abstand finde ich der beste Mittelblocker der Liga, weil er halt einfach aus diesen Situationen, die er hat, die dann auch teilweise offensichtlich sind, dass sie in die Mitte kommen, weil wenn halt dann eine von 5 oder eine von 6 Annahmen mal gut kommt, dann musst du die halt auch mal Mitte spielen. Aber er setzt sich halt trotzdem durch. Im Block ist er ultra solide. Sagen auch alle Trainer, sagen auch die Punkte, dass da wahrscheinlich keine Diskussion ist, dass er auf Platz 1 steht. Für mich auch ganz klar die Nummer 1. Unfassbar solide Spieler und ich habe es auch vorhin schon bei den Außenangreifern im anderen Video erwähnt, dass es mit dem einen Außenangreifer ist das einer von den beiden meines Erachtens Leistungsträgern bei Magdredwitz, weil die extrem stark sind zusammen und extrem viele wichtige Punkte machen. Das ist unser Ranking von den Mittelblockern, nicht unser Ranking, sondern das Trainer-Ranking von den Mittelblockern. Im Großen und Ganzen stimmen wir so halb überein, würde ich sagen. Aber ganz ehrlich, Mittelblocker ist auch verdammt schwer zu ranken und deswegen unbedingt schreibt es in die Kommentare, wen haben wir vergessen, wer hätte unbedingt damit rein müssen oder welchen haben die Trainer zu hoch, zu niedrig,
gerankt. Einmal noch kurz die Runner-Ups. Rafael Nervo von Magdeburg auf Platz 11. Franz Masur von Oelsnitz auf dem 12. Platz. Daniel Günther vom VCO ist auf dem 12. Platz. Da will ich noch kurz was dazu sagen. Ich glaube, das ist ähnlich auch wie Philipp Lamberti. Der hat nicht so viel VCO, glaube ich, gespielt und dem sein Peak ist auch echt hoch. Deswegen würde es mich da interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Seht ihr den in Top 10 oder nicht? Das war's von unserer Seite. Danke fürs Zuschauen und schaut rein bei dem Ranking-Video von den Außenangreifern und freut euch auf unser nächstes Ranking. Als nächstes kommt die wichtigste Position auf dem Feld.